Holt den Kalender, denn die nächsten Termine sind bekannt. Für Community Days, klassische Varianten und andere Veranstaltungen, die stattfinden werden. Und man munkelt, da könnten ein paar geniale Pokémon dabei sein. Außerdem wurde ein neuer Ball von Niantic angeteasert. Meisterball eventuell? Schauen wir mal. Also, wir haben im Juni einen Community Day, nämlich am 10. Juni, das ist ein Samstag. Und hier schon mal die Spekulation und ein Leak, eventuell Milza. Wir hatten in den vergangenen Jahren Kapuno, Kaumalat alle im Juni. Milza passt auch so in das Schema irgendwie hinein. Kann schon sein, aber muss nicht stimmen. Nein, im Juli dann. Am Sonntag, 9. Juli, eine klassische Variante. Der Leak besagt Shiggy. Den Shiggy Community Day hatten wir schon mal und da gab es auch eine richtig coole Sonnenbrille. Der Leak hat den Shiggy Community Day um einen Tag falsch vorhergesagt. Schauen wir mal, ob das Pokémon dann stimmt oder nicht. Und der normale Community Day im Juli ist dann am Sonntag, 30. Juli. Und hier wurde Quapsel geleakt. Das könnte ich mir echt gut vorstellen. Ein Pokémon, welches sich zweimal entwickeln kann. Auch eine verzweigte Entwicklungsmöglichkeit gab es ja auch schon bei Trassler zum Beispiel. Und irgendwie so sommermäßig stelle ich mir Quapsel schon ganz gut vor, ehrlich gesagt. Dann haben wir Sonntag, den 13. August. Dort wird ein weiterer Community Day stattfinden. Und hier wurde Froxy geleakt. Im Mai wird es ja Finks geben. Irgendwie steht in der News schon dran, da nun der finale Community Day in dieser Jahreszeit vorbei ist. Okay, bei mir war der Finks Community Day noch nicht, aber was weiß denn ich schon? Ja, aber worauf ich hinaus möchte, wir haben wieder Starter und Froxy nach Finks irgendwann würde schon auf jeden Fall Sinn ergeben. So viel mal zu den Community Days und ein paar andere Termine hat uns Niantic auch schon genannt. Das kann sowas sein wie ein Raid Day, ein Quest Day, sowas in der Art 3. Juni und 22. Juli. Okay, so viel mal dazu, das macht die Planung für die nächsten Wochen auf jeden Fall einfacher. Dankeschön, Niantic, für das Veröffentlichen der Termine. Und dann haben wir aber noch keinen Termin für diesen ominösen Ball, der umringt ist von Pokéball, Superball, Hyperball, Primärball und Ultraball. All die Bälle, die wir momentan in Pokémon Go haben. Mehr gibt es nicht, oder? Und vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir im Code Hinweise zum Meisterball gefunden. Nun wird ein neuer Ball angeteasert. Währenddessen versteckt Niantic die Fangchance, sodass man sie im Code nicht mehr auslesen kann. Da könnte was auf uns zukommen. Ich hoffe nur positive Dinge und nicht sowas in der Art, keine Ahnung, schillernde Legendäre bleiben nicht mehr beim ersten getroffenen Ball drin. Denn wir haben ja nun den Meisterball, den man vielleicht einmal im Jahr oder so bekommt. Ich hoffe, das wird ein cooles Feature. Würde sich vermutlich für die Galarvögel anbieten aus dem Abenteuerrauch. So sieht man die schon ab und an mal, aber die bleiben leider einfach nie drin. Na gut, dann schauen wir mal, was uns erwarten wird. Für die Folge soll es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.